Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Es ist kurz vor 8. Ich bin Heute wollte ich mit euch ein bisschen vloggen und euch heute durch meinen Alltag so ein bisschen mitnehmen. Und es geht jetzt schon los, dass ich ganz kurz die Sahne fertig mache. Und Hamza ist schon fertig. Er ist jetzt gerade unten und den bringe ich jetzt ins Kindergarten. Und dann hatte ich nämlich eigentlich vor zu schwimmen. Ja, schwimmen morgens um 9 Uhr. Ich muss mich ein bisschen bewegen. Ich habe jetzt die 6 Monate, beziehungsweise ja, die 6 Monate, wo jetzt Zahle so viel geheult hat. Kaum Bewegung. Ich war die ganze Zeit zu Hause, habe mich nicht getraut, mit ihr rauszugehen. Und ich dachte jetzt, okay, du hast die Möglichkeit, du hast einen Swimmingpool bei dir zu Hause, also nutze den. Und ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, jeden Morgen so ein Stündchen zu schwimmen. Und ja, jetzt packen wir gleich die Sachen, aber davor bringe ich jetzt erstmal kurz Hamza in den Kindergarten. By the way, an alle, die nicht glauben, dass ich so viel wiege, doch. Es ist einfach nur gut verteilt, weil ich halt ein bisschen an Körpergröße habe von knapp 1,70. Und ja, da macht sich's nicht so bemerkbar, würde ich jetzt nicht sagen. Es macht sich natürlich bemerkbar, aber ja, dem wollen wir jetzt auf den Grund gehen. So, ihr Lieben, by the way, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich vor dem Sport bzw. vor dem Schwimmen frühstücken soll oder nach dem Schwimmen, aber ich mache es jetzt einfach mal vorher, weil ich bin ziemlich hungrig. Das ist mein Frühstück, ein Frühstücksbrot, Tomaten, Grünzeugs und ein bisschen Joghurt und ja, einen Tee und nachher leider meine Tablette. Wie geht's mir mit den Tabletten? Erzähle ich euch dann später. So, ihr Lieben, was ich euch jetzt zeigen möchte, ist mein Badeanzug. Herzlichen Dank nochmal an Shape Me für die tollen Sachen. Ich liebe die. Das ist ein Badeanzug, der shaped. Also, der sitzt so gut, so straff, Bauch weg. Und bei mir halt vor allem wichtig, der hat große Träger, dass der halt auch meine Brust trägt. Und ich liebe Shapewear über alles. Das Gute an dem ist, dass man hier auch zum Beispiel die Seiten einstellen kann. Je nachdem, wie du das magst. Und ja, diesen Badeanzug, den werde ich jetzt anziehen zum Schwimmen. Des Weiteren habe ich euch auf Instagram, nicht jeder hat Instagram, deswegen erwähne ich das jetzt hier nochmal. Das ist zum Beispiel meine Shapewear, die ich immer sehr gerne unter Kleider anziehe. Warum? Ja, ich fühle mich einfach darin so viel wohler. Das sitzt alles schön straff am Bauch, vor allem jetzt nach den 2 Schwangerschaften. Meine Brust, meine Milchbrust wird hierdurch gestützt. Es gibt natürlich auch Bodies, die haben hier einen Ausschnitt, da wird die Brust nicht mit eingefasst. Und natürlich die Beine, Po vor allem, wird gestützt. Und hier hat man übrigens auch, wenn man Pipi machen möchte, dass man sich das nicht komplett ausziehen muss. Wer ein Fan ist von Spanx, beziehungsweise von Leggings, die ist hier zum Beispiel von Spanx. Ich verlinke euch alle nochmal in der Infobox. Auch das ist Shapewear, also für Leute, die gerne Leggings tragen. Ich liebe auch Leggings im Alltag. Die sind einfach so, so viel, viel bequemer als Hosen. Für den ist das vielleicht eine Alternative, weil auch die shaped dich und bringt dich in Form. Also Shapewear bedeutet nicht jetzt unbedingt, ach, ich muss jetzt 2 Nummern kleiner aussehen, sondern sie formt einfach nur ein bisschen. Also hast du zum Beispiel so ein paar Speckröllchen an der Seite, dann sind die ein bisschen smoother als sonst. Auch mein absolutes Lieblingsteil ist dieser Schlüpper. Der ist so bequem. Das ist das Modell Ulla. Und am Bauch, ich kann euch das nicht sagen, das sitzt hier so schön straff. Das Schöne an dem Modell ist, dass es halt nicht aussieht wie Miederunterwäsche bzw. Shaper. Und ich bin einfach nur wirklich hin und weg von diesen Artikeln. Ich kann mir ein Leben nicht mehr ohne vorstellen. Das ist jetzt wirklich kein Witz. Also ich wünschte, ich hätte die schon vorher gehabt. Und dabei sehen die auch noch getragen gut aus, muss ich sagen. Also die Sachen verlinke ich euch nochmal in der Infobox. Schaut euch auf jeden Fall die Produkte an. Ich habe auch einen Code für euch und den verlinke ich auch euch auch in die Infobox. Und ja, ich werde mich jetzt eincremen, meinen Badeanzug anschmeißen. Ja, damit gehe ich dann runter zum Pool und werde dann jetzt eine Runde schwimmen. Also ich muss unbedingt was tun. Was? Ihr habt einen Pool in der Anlage? Ja. Da ist der Pool, es wird gerade bewässert. Ist da jemand? Es kann sein, dass da sogar jetzt noch jemand schwimmt. Ich habe ein bisschen, ja, es ist schon Mittag jetzt geworden mittlerweile, also nach dem Frühstück. Ich werde jetzt auf jeden Fall eine Runde schwimmen. Also ich denke mir so, okay, ich kann vielleicht jetzt nicht jeden Tag super zum Sport gehen oder sonstiges, aber ich habe wenigstens die Anlage hier. Dann sollte ich die wenigstens, auch wenn es nur eine halbe Stunde am Tag ist, ist es in der Woche. Mathe-Genie, 7 mal 3, ja, 2 Stunden. Nee. Ein bisschen mehr. Also wenn ich jetzt jeden Tag 1 Stunde Sport mache, dann wären das in der Woche 7 Stunden. Und wenn es eine halbe Stunde wäre, dann wäre es 3,5 Stunden Sport. Besser als gar nichts, würde ich sagen.
Und ich will mich jetzt auch nicht auspowern, weil, wie gesagt, ich habe null Bewegung die ganzen Monate über und ich bin einfach nur müde und kaputt und ausgelaugt und möchte jetzt einfach mal wieder was für mich selber tun, mich wieder wohlfühlen. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt super unwohl fühle, aber ich möchte einfach wieder in meine alte Form zurück. Und jetzt auch die Insulinresistenz hat mir natürlich jetzt dazu beigetragen, dass ich jetzt einfach die Notbremse ziehen muss. Wobei ich schon gesagt habe, dass ich jetzt kein Mensch bin, der sich überfrisst oder so. Aber ich habe manchmal natürlich diese Heißhungerattacken. So, wie geht's mir jetzt mit den Tabletten? Also die Tabletten nehme ich jetzt seit gut 5-6 Tagen. Leute, es ist, ich kann es nicht sagen, aber diese Heißhungerattacken, die ich sonst immer habe, dieses, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt was Süßes haben, weg. Dann, ich habe nicht dieses Hungergefühl mehr. Also ich bin einfach länger satt und es ist einfach also wieder so wie früher. Und ich bin einfach völlig erstaunt darüber, dass dieser Insulinspiegel das in meinem Körper auslöst, dass ich ständig Hunger hatte. Und wahrscheinlich habe ich es gar nicht gemerkt, aber anscheinend muss ich ja dann gegessen haben. Beziehungsweise die Kohlenhydrate haben sich dann direkt in Fett gewandelt, so dass ich dann nach der Schwangerschaft einfach mal zack 8 Kilo mehr drauf hatte. So, also wir müssen was tun. Ich gehe es jetzt an. Ich stelle mich wieder in 3 Monaten vor, wo ich dann wahrscheinlich wieder ein bisschen schlanker sein werde. Und ja, it's not all about schlank sein, aber ich möchte wieder in diesem grünen Rahmen sein und nicht Adipositas haben. Ist leider so. So, dann würde ich sagen, lass uns jetzt runtergehen und eine Runde schwimmen. So, ich bin jetzt hier im Pool angekommen, werde mich jetzt hier eine Runde schwimmen. Es ist wahrscheinlich jetzt total kalt, aber was soll's. Ich bin mit Nachbarsjungen da. Die Mutter sagte, komm, geh mit ihm schwimmen. Der hat ein bisschen von nicht so viel drauf. Wird ihm auch gut tun und jetzt sind wir hier. Und werden das jetzt uns hier ein bisschen gut gehen lassen. So, ich war jetzt fast eine Stunde jetzt geschwommen. Reicht. Jetzt will ich nach Hause gehen. Ich habe das Essen. Sade wartet auf mich. Das Übliche. Und ich zeige euch mal, was es dann heute bei mir dann zum Mittag gibt. So, das ist jetzt mein Mittagessen. Ich habe hier so ein bisschen Bulgur noch von gestern und ein bisschen Fleisch. Und ja, Weintrauben noch. Und das ist jetzt mein Mittag. Wir haben jetzt übrigens 2 Uhr. Und jetzt kriege ich langsam Hunger, muss ich ehrlich sagen. Aber ich denke jetzt von um 8 bis jetzt habe ich das gut durchgehalten. Und ich glaube, der Körper hatte jetzt auch ein bisschen Zeit, so ein paar Sachen zu verbrennen. Ich kenne mich mit der ganzen Geschichte nicht aus. Ich versuche mich jetzt da so ein bisschen reinzulesen. Ja, das erstmal dazu. So, ich habe mich jetzt in meinen Fummel geschmissen. Bin jetzt natürlich noch ungeschminkt und werde mich jetzt noch schnell ein bisschen schminken. Ich fühle mich gerade wie ein Mann. Das nervt mich hier so, ne? Das sieht aus, als hätte ich einen Bart. Hatte ich letztes Mal schon gesagt, ne? So, ich habe mich eingecremt, Leute, und ich habe einen leichten Sonnenbrand. Das gibt's doch gar nicht. Ich war noch nur eine Stunde draußen. Ich habe mich eingecremt mit 30. 30. Ich zeige euch jetzt meinen Fummel und natürlich, was ich da drunter habe. Also ich habe jetzt hier mein Unterhöschen drunter, dieses Rote, was ich euch gezeigt habe. Und ich liebe das. Das ist jetzt so gut. Und ja, ich fühle mich jetzt gut. So, wie gesagt, ich mache mir jetzt fertig und ich werde jetzt das erste Mal, by the way, das hier ausprobieren. Dies habe ich bei Saskia gesehen, die MSR Magic Finish. Das soll sich ja jeden Hautton anpassen und das probiere ich jetzt einmal auf. Okay, ich mache mich jetzt erstmal fertig ein bisschen und dann sehen wir uns gleich, wenn ich fertig bin. So, ich bin jetzt soweit fertig. Scheiße, was Make-up ausmacht. Ich sehe gerade aus wie ein komplett anderer Mensch. Ja, ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob ich meine Kette tragen soll. Ob ich meine Kette tragen soll, die wartet. In Silber natürlich. Und die hat so einen schönen Saphirschein. Passt jetzt natürlich ganz gut zu meinem Kleid. Oder ob ich meinen Haarreif aufsetzen soll aus meinem Shop. Ich glaube Kette. Sonst wird es zu viel. Ja. Ich werde euch alles nochmal in der Infobox verlinken. Also Kette, Ohrringe, Kleid, Unterwäsche. Die Uhr gibt es noch nicht. Es ist gleich schon soweit, ich werde gleich Hamza abholen und Essen kochen muss ich dann noch. Ja, dann kommt wahrscheinlich auch schon Sade nach Hause. Ja, Sade. Achso, ich habe übrigens gerade hier neue Bettwäsche bekommen. Sade schläft, die werde ich jetzt hier nochmal gleich beziehen. Sieht die nicht einfach nur schön aus, dieses Muster? Ich habe mich direkt darin verliebt
und habe das bestellt. Auch das werde ich euch in der Infobox verlinken. Und ich glaube, ich beziehe jetzt erstmal das Bett neu, weil ich mache das jede Woche. Also wöchentlich wechsle ich die Wäsche. Wie macht ihr das? Wie oft wechselt ihr die Wäsche? Also bei mir muss es wirklich wöchentlich sein, weil es ist halt relativ heiß und wir schwitzen nachts. Und deswegen, yes. Na, mein kleiner Mann ist jetzt auch wach. Bist du aufgestanden, Tim? Oh, ja, Tutti. Die ist so süß, Leute. Oh mein Gott, wenn ihr das, wenn ihr sie sehen würdet, ihr würdet, glaube ich, ausflippen. Ja. So, Essen kochen. Habe ich jetzt gar keine Lust drauf, aber ich muss jetzt ganz schnell in Aale noch in einer halben Stunde jetzt das noch kochen, weil ich gleich Hamza abholen möchte. Eben gerade ist auch meine Fleischbestellung gekommen. Ja, ihr werdet ja sagen, kein Bettwunder, dass du so dick bist, weil du hast kaum Bewegung. Ich habe einfach keine Zeit, zum Supermarkt zu fahren. Deswegen kommt der Supermarkt dann einfach zu mir nach Hause und ich habe eben gerade, wie gesagt, Fleisch bestellt. Das ist dann alles gekommen. Und oh, das Licht fällt dir gerade so gut, ne? Ich bin noch müde, Cousin. Ja, Zade hört dir zu. Papa, eating sugar, no papa. Super! Okay, nach der Gesangseinlage wollen wir hier wohl Spiele spielen. Puzzle, haben sie das Lieblingspuzzle und Sade ist auch mit am Start. Ey Leute, Sade, das ist so heftig, wie groß sie schon geworden ist und wie aktiv sie ist. So, Hamza, los geht's. Action! Ja, jetzt wollte ich noch mal ein, zwei Sachen zum Kindergarten. Viele fragen mich halt, ob Hamza das mit Eingewöhnung und sonstiges. Sie hatten gar keine Angewöhnung. Also von Anfang an, seit von um 9 bis um 4:30 ist er im Kindergarten. Und die Anfangszeit war so, er hat am Anfang geheult. Er heult zwar am Anfang, also er heult zwar immer noch, aber jetzt ist so, er weint so, geht aber trotzdem in den Kindergarten. Für mich ist das jetzt natürlich eine erhebliche Erleichterung, dass er im Kindergarten ist. Was ich da halt gut finde, ist, dass sie da Schwimmunterricht haben. Ich habe einen Shitstorm gekriegt auf Instagram, wie ich denn so verantwortungslos sein kann und ihn in den Kindergarten schicken kann, wo ein Becken, also ein Swimmingpool ist. Ja, die haben zweimal in der Woche Schwimmunterricht. Ich finde es gar nicht mal so verkehrt, weil so lernen die direkt, wie man richtig schwimmen kann. Und morgen sind die zum Beispiel in einem Pferdeclub. Dort werden die reiten und so weiter. Das finde ich immer ganz gut. Und er ist dann auch halt ein bisschen ausgepowert. Und ich habe halt einfach gemerkt, ich reich Hamza so nicht mehr. Deswegen war die Entscheidung doch, finde ich, ziemlich gut. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich freue mich über reichlich Kommentare. Sade puzzelt hier noch ein bisschen weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis dann. Tschüss.